halt in den Geheimgang holen. Oh Gott! Was muss ich eigentlich machen? Einfach runterspringen? Auf dein Pferd springen. Mein Pferd ist angebunden. Dann hol mal einen um mein Pferd her. Nimm das mal am Zügel und stell das mal gerade nach unten, sodass es mit der Schnauze in Richtung Straße steht. Ja, würde ich, wenn du das nicht unterbunden hättest. Ah ja, ich darf doch. Okay, nur mal das Pferd am Zügel, der Grimm sitzt drauf. Im Gesicht in Richtung Straße, sodass ich in den Sattel hüpfen kann. Das ist ein bisschen weit, oder? Naja, ein bisschen widerborstig. Du hast die Frau überritten. Ja, das ist ein kleiner Widerhorst. Quatsch. Stell's halt hin. Sag ruhig. Steig einfach ab. Wir haben einen Sampfer und den Sadduzäischen Okten. So wie die Welt geklärt hat, die Maria. Besser geht's nicht. Das steht ideal, das Pferd. Das ist ein bisschen das Problem zu sehen, was, auf die, was das für ein Gebäude ist. Newberry Real Estate Insurance. Oh, wir springen vom Versicherungsgebäude. Das was für ein verblendendes Gebäude. Er steht in strömendem Regen draußen auf seinem Kackvorbau und kehrt. Der ist durcheinander. Ich habe überlegen, hochzusteigen und auf die Fresse zu hauen, aber. Alter, du hast den Mann zerbrochen. Du hast gesehen, wie der da auf der Stange gelegen hat. Wo geht der hin? Ja, mit, ich habe einen Geheimgang dafür angelegt, für diese Situation. Was denn? Was denn passiert? Er ist in das Haus gelaufen. Aha. Alter, wie der abflitzt. Er hat die flinken Füße des Hasen. Jetzt steht er da unten, aber wieder anfängt in Deckung zu gehen, loszurennen, sobald wir dichter kommen. Er hat sich hinter dem Stein versteckt. Hallo! No, not like this. Tatsächlich. Was ist das für ein Angsthasen? Naja, du hast den angesprungen und hast ihm sein Rückgrat zerbrochen auf dieser Pferdestange, also. Ich glaube, der darf ruhig ein bisschen Angst haben. Jetzt hast du ganz dreckig gemacht. Ich hab nicht geschlagen. Ich hab nicht einmal geschlagen. Das bist du. Alter, ich glaube, da ist ein Zahn geflogen. Hotel Owner. Upsi. Vielleicht sollten wir den Mann wieder zurückbringen. Er ist doch nicht ordentlich hier. Ihr habt nichts gesehen, okay? Ich knall euch alle ab. Wir bringen den einfach schnell zurück durch den Hintereingang, den ich gebaut habe, der vorher ein solides Fenster war. Legen wir den einen von den Räumen, dann wird er wach und alles ist wieder cool. Alles zu die Scheiße hier. Ah. Die Rappen ist auch gerade. Ah, eine Tarotkarte. So. Wie neu, der Kerl. Der wird nachher wach, als also so gut hat er noch nicht geschlafen, seitdem er das Hotel hier besitzt, schätze ich. So, jetzt machen wir ihm noch so ein paar Schubladen auf, damit es so aussieht, als wäre er ausgeraubt worden. Dann sind wir hier fein raus. Du hattest Handschuhe an, oder? Oh ja, habe ich extra angezogen. Normal gehört zu dem Outfit gar keine Handschuhe. Dann schnell raus hier. Durch den Hinterausgang. Weil ich in weiser Voraussicht gebaut habe. So. Ist das ganze Fenster zertrümmert. So I might hog tie an associate, leave him on the tracks and stand back under the bridge. That part of the plan is up to you. Okay, auf die Schiene.
This is a spot where I would take the train. You got high ground up there or that gully for cover. Plenty of options. Now figure out a way to stop. Kevin, die wollen, dass wir dich auf die Schiene legen, damit der Zug anhält. Getting it done is all I really care about. Okay? Look good to you? Good. The train is coming. Es wird nichts passieren. Du musst einfach nur ganz still liegen bleiben. Soll ich jemanden erschießen, wenn er kommt? Erst muss der Zug stehen bleiben. Okay, und jetzt tu so, als wärst du unschuldig. Ich sehe ihn, der kommt da. Der fetzt jetzt halt wohl bei Kevin drüber. Pass auf. Bin nicht das erste Mal heute. Ich sehe die Glatze. Er küsst die Schiene. Okay, Kevin. Der Zug kommt, ich kann ihn sehen. Bleib ganz still, so als wärst du Kojak. Just a little bit. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Los, schüttel deinen Speck, damit der Zug denkt, du bist ein großer Fisch. Kennst du das Lied? Ich weiß, es kam nach Mozart raus, aber das Lied ist ganz gut. Es sind mehrere Feinde auf dem Zug mit Maschinengewehren. Ey, mal, wenn ich jetzt einen erschieße, galoppiert der Zug dann davon? Ja, okay, jetzt ganz ruhig, ich hoffe, er hält an. Meine Jungfreunde, ist sie wieder hält. Oh, er oh, oh. Hält an. Ho, ho. Oh, er hält an. Okay, Zugriff. Der will mich nicht erst einer losschneiden? Der Führer ist tot, ich schnapp den Kevin los. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Der Zug hat nur ganz schön Stoff drauf gehabt. Ich hab ihn wieder umgehauen. Oh, gut, passt. Ist das so, ja? Ich hab meine 3000 Gold fest. Das Gespann fand ich nicht gut. Mann, jetzt sind wir noch nicht fertig mit dir. Mann, Pferd ist so aufgeregt. Dann raus hier. There are people waiting on you. Ist das so? Paff! Alter, das Gespann hat einen Mann auf der Brücke tot gefahren. Na, die Sheriffs kommen für dich. Oh Gott, hier sind sie auch für mich da. Aber für Randaliermissionen brauche ich meine Pump-Action. Das macht das keinen Spaß zu randalieren. Sie gehört wahrscheinlich Schnitt dabei, die hinten am Putzen ist. Dann hat sie sich wohl leider den falschen Arbeitgeber ausgesucht. Jetzt wieder Mord, Mord! Ich erschieß die Frau. Nee, erschieß den ersten Mal da. Alter! Alter! Im Bild hat den Arm sauber aus dem Sockel gerissen. Echt? Daneben dem Dynamitfass statt. Der ist aber Krümel, der Mann. Oh, den habe ich aus Versehen erschossen. Du warst das. Dickert, warum fällt der nicht um? Oh, hallo, Freunde. Ja, wer ist es denn? Der kommt von links, der andere, oder? Haut er ab? Au, oh, nein, der hat schießt mit irgendwas. Shit! They're killing us! Wo ist er? Oh.
Gott, ich kann sie wieder hinten mit fesseln. Dann bringen wir den Mann mal gemütlich nach Hause.